Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator 2. Es gab ein Update und zwar ein Halloween-Update. Jetzt habe ich hier plötzlich überall Kürbisse in meiner Hütte. Obwohl ich sie gar nicht verlangt habe oder gewünscht oder sonstiges. Aber Kürbis, Kürbis. Und es gab nicht nur Deko, es gab auch hier einen neuen Raubüberfall. Teufelshöhle. Das ist auch in dem neuen Halloween-Update drin. Ich würde mir das aber noch aufsparen, denn noch ein bisschen hin bis, ne? Ich glaube noch eine knappe Woche bis Halloween. Vielleicht machen wir da sogar eine Halloween-Folge draus. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir, und mir graut es schon davor, vor allen Dingen am Tag des Einbruchsbewusstseins, jetzt hier die Zentralbank zu überfallen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen es einfach machen. Ich bin überlegen, muss ich noch irgendwas vorbereiten? Ich glaube nicht. Ausrüstung müssten wir alles haben. Deswegen würde ich sagen, ab in die... So, oh nee, warte mal. Spezialisierung Stufe 3. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich habe wieder nicht... Warte mal, haben die hier was geändert? Die haben hier auch was geändert. Ne? Das war davor, musste ich immer runterscrollen. Wir brauchen 2 Fähigkeitspunkte. Ich habe nur einen. Ich habe nur... Aber haben die... Hatten wir nicht noch vorher mehr? Ach nee, warte mal. Dafür brauchen wir noch 2. Das haben wir noch nicht. Dann haben wir noch Autodiebstahl Stufe 3. Was haben wir denn hier? Beweglichkeit. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich muss... Okay, ich muss vorher noch mal irgendwo einbrechen, denn wir brauchen noch mehr... Wir brauchen noch mehr Fähigkeit. Wo waren wir denn noch nicht? Können wir mal eben gucken. Wir waren noch nicht in Carters Villa. Hört sich aber nicht einfach an. Baustelle eines Geschäfts. Was gibt's denn da an Beute? Konferenztelefon. Tablet Samsung, ja. Okay, da ist immer jemand da vorhanden. Und ja... Das ist schon mal nicht gut. Was haben wir denn noch in der Madison Street? 115. Ja, da waren wir ja schon. Wir haben bloß nicht hier... Guck mal hier, was ist hier denn noch? Wardsviller. Hört sich aber auch nicht einfach an. Alle Kameras sind markiert. 4 Stück. Der Schlüssel der Haustür befindet sich oben. Ja, wie praktisch. Alarmanlagen. Laseralarme. Und können nicht aus der Ferne... Kann ich die denn... Ja, ich muss wahrscheinlich ins Haus. Holy shit. So, im Hintergarten gibt es eine Leiter. Okay. Der Mann im weißen Hemd hat einen Schlüssel zum Auto. Die Frau arbeitet in den Nachtschichten. Das ist gut. Okay. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der Mann irgendwann zwischen 23 Uhr und 7 Uhr pennt. Und der Sohn... Ah, verdammt. Der Sohn ist wahrscheinlich noch jung und geht erst morgens um 6 schlafen. Verdammt. Ach, eine Wache gibt's auch noch. Gott. Aber hier gibt's jede Menge Beute. Ich glaube, ich würde es tatsächlich mal probieren. Ach, weißt du was? Komm, wir machen mal 114. 114 waren wir noch nicht. Ab zu 114. Let's go. Wir müssen ja irgendwie unsere Fähigkeiten machen. Das nützt ja nichts. Ne? Irgendwie müssen wir ja zu Kohle und vor allen Dingen zu Reputation kommen. So. Oh, guck mal, da ist doch schon 100. Oh, das sieht aber auch ein bisschen prunkvoll aus, ne? Wo ist denn hier der... Ist der oben? Ich weiß gar nicht, wo der Briefkasten ist. Ist der hier oben? Nee. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus und nicht gerade sehr einfach. So, es hieß ja, es ist eine Leiter. Ist die Leiter denn nur drinnen oder ist die draußen? Ach, hier ist der Briefkasten. So, dann einmal hier. Und ich würde schon mal den Check machen. So, 1, 2, 3 und die vierte Kamera ist wahrscheinlich hinterm Haus, ne? So, wo ist denn die Leiter? Ja, ja, ja. Was war jetzt? Warum ist meine Drohne aus? Oh Gott. So, okay, das sieht auf jeden Fall nicht einfach aus.
Ich fürchte, wir müssen... Ja, ich glaube, wir müssen von vornherein, ne? Warte mal, ich laufe noch mal eben kurz rum. Beziehungsweise ich muss mal erstmal gucken. Wie würde ich denn hier reinkommen mit Elektronik? Okay. Das sollte machbar sein. Ich würde aber trotzdem noch mal eben kurz hier rumlaufen, ob wir hier noch irgendwie eine andere Möglichkeit haben, reinzukommen. Am liebsten wäre mir natürlich von hinten. Da haben wir nur eine Kamera. Aber ich sehe hier nirgends so eine Einstiegsmöglichkeit. Kann ich nicht einfach rüberspringen? Ich meine, ich bin doch sportlich, oder nicht? Nee, aber hier scheint echt... Okay, wir werden auf jeden Fall nach vorne müssen. Was ist, wenn ich jetzt hier... Nö, passiert nichts. So, wo ist denn jetzt mein Auto? Da hinten ist mein Auto. Wieso habe ich da hinten geparkt? Kann mir das jemand sagen? So, also, wir gehen jetzt einmal zum Parkplatz. Und müssen natürlich, wie immer, erstmal schlafen. Was machst du da? Nein! Boah, steck doch einfach ein und mach die Tür zu und... So. Also, wie gesagt, wir müssen ja erstmal wissen, wie die Leute am besten schlafen. Ich hoffe, wir haben da eine Möglichkeit. Nein. Er macht aber auch immer nicht das, was ich will, ne? So, schlafen. Wupp. Okay. Ach, ich will ja auch gar nicht alles klauen. Ich will ja wirklich nur so ein bisschen was klauen, dass wir genug Experience haben, damit wir hier unseren zweiten Fähigkeitspunkt haben. So, dann gucke ich doch mal. Will ich hier parken? Nee, warte mal. Oder will ich hier... Doch, ich hole mir erstmal hier die Information. Vielleicht müssen wir ja gleich nochmal schlafen. Da muss ich zumindest nicht jedes Mal hin und her laufen. So. Müsste ja, glaube ich, klappen, hoffe ich, ne? Wo war denn jetzt der Briefkasten? Hä? Wieso ist jetzt hier so ein Fotosymbol? Kameras abrufen. Achso, hä? Aber sonst war... Ach, sie haben das Symbol geändert. Ich habe mich schon gerade gewundert. So, dann gucken wir doch mal. 100 und 14. 114, 114. Wortswiller. So, außer Haus, schlafen. Das ist gut. Okay, es ist doch gut, dass wir nicht durch den Hinterhof müssen. Oliver ist ab 2 im Hinterhof. Danach... Ah, da geht er rein. Das ist nicht gut. Da ist er auch noch im Vorgarten. So, Terrasse, Wohnzimmer. Ich glaube tatsächlich ab 23 Uhr wäre am besten, ne? Dann haben wir von 23 Uhr bis 4 Uhr auf jeden Fall Zeit. Okay, siehst du, ich wusste doch, dass ich nochmal pennen muss. 23 Uhr bis 4 Uhr. Okay. Heißt für uns natürlich wieder... Hui! Entschuldigung. Einmal bis... was war das? Na mal! Junge! Über den Zaun schaffst du nicht, aber hier mal eben so ganz sportlich. Hui! Das regt mich auf. Das regt mich einfach auf. So, das heißt, wir schlafen bis 22 Uhr. Jawohl. Warte mal kurz. Nase juckt. So. Dann fahren wir einmal vor die Tür. So, damit wir bereit zur Flucht auch sind, falls wir... Ich glaube, das wird echt nicht einfach. Ich glaube echt, das wird eine schwere Kiste hier. Aber wir müssen es probieren. So, Madame, kommen Sie mal ran. Ich bräuchte Sie vielleicht, unter Umständen. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal hacken. So, ich habe keine Ahnung. So, nee, warte. Nee, dann halt so und so und... Ach nee, verdammt. Ja komm, dann machen wir das... Nee, wir machen es anders. So, machen wir es halt so. Oh, hallo.
So, bist du mal bitte ein bisschen leiser. Du solltest vielleicht auch mal ein bisschen in Deckung gehen und... So, also... Achso, ich würde natürlich gerne an... Welche Kamera schalte ich denn aus? Ich müsste ja eigentlich... am besten die wahrscheinlich, ne? Ich würde mal die Kamera ausschalten. Habe ich noch ein Hack übrig? Natürlich nicht! So. Müssten wir eigentlich längst kommen, oder? Ich hoffe es, ich probiere es einfach mal. Okay. So, sie machen sich bettbereit und der Wachmann geht in den Hinterhof. Oder, nee, sie haut ja ab, ne? Verdammt, 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 verdammt. Ich habe vergessen, dass sie außer Haus geht. Oh, war schon wieder knapp. Aber... Okay, sie hat eine offene Tür gefunden, natürlich. Wahrscheinlich läuft jetzt der Wachmann. Oh, warte mal. Ist die Frage, kommt sie jetzt... Oh Mann, der Plan ist schon wieder hinüber. Wird sie jetzt auch hier in diese Seite laufen, oder? Vor allem geht das alles von unserer Zeit ab, warte mal. Das hatte ich gesagt, wie lange haben wir bis 4, ne? Ja, okay. Haben wir ja zumindest noch ein bisschen Zeit... Guck mal, was haben wir denn hier? Frauenskulptur in der Garage. Schlüsselhaustür, Kamera in einem Safe. Okay. So, Mädchen, jetzt mach doch mal hinne. Ich hab's ein bisschen eiliger als du. Du musst schon längst zur Arbeit sein. Gib eine Abmahnung vom Chef, wenn du zu spät kommst. Also husch, husch. Husch, husch. So, ich hoffe, sie geht jetzt. Oh, sie scheint jetzt wieder entspannt zu sein, von daher. Okay. Warte mal, ist er bis 4 Uhr dann noch im Hinterhof? Ja, bis 4 Uhr ist er im Hinterhof. So, sie ist abgehauen, sehr gut. Plan mit Verzögerung sozusagen. Komme ich hier irgendwo in die Garage? Wahrscheinlich nicht, ne? So, jetzt ist die Frage. Ich hoffe, ich komme hier durch diese Tür. Ich brauche den Schlüssel. Ach, verdammt! Warte mal. Also alle Fenster haben Alarmanlagen. Das wird schon mal nichts werden. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich doch irgendwie durch irgendeine Hintertür. Und das Problem ist, der Wachmann ist da hinten. Wieso? Hä? Warte mal. Ach, er geht jetzt in... Ach, er geht nochmal in den Vordergarten zwischendurch. Wie praktisch für uns. Ich habe das genau gewusst. Ich wollte das auch so. So, komme ich denn hier rein? Nee, komme ich auch nicht rein. Warte mal, hier war aber eine Leiter. Hier war eine Leiter. Dann nutzen wir doch mal die. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo reinkommen. So, komme ich denn hier überhaupt rüber? Ja, hier komme ich rüber. So, bitte lass uns hier. Ah, alles klar. Eieieiei. So, jetzt ist die Frage. Ich bin mir auch nicht sicher. Könnte ich jetzt unten durchhuschen oder würde ich den Alarm auslösen? Ich meine, wir müssten ja eigentlich an diese... Oh, ich habe Angst. Ich muss die ja von da... Eigentlich habe ich gar keine Chance, ne? Ich glaube, ich muss die hier tatsächlich... Ich muss es jetzt riskieren, durchzugehen, in der Hoffnung, dass ich nicht so einen riesen Kopf habe. Oh ja, es hat funktioniert. Oh, ein Glück. So, dann machen wir mal das hier und den hier. Und den hier. So, Laser ist aus. Sehr gut. Oh, hier ist auch gleich der Tresor. Wie praktisch. Ah. Oh, nein! Es geht alles von meiner Zeit ab. So, 50... Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ganz einmal rum, ne? Wie immer. Ja, natürlich. Upp. Na, na. So, und jetzt. Nicht verdaddeln. Nicht verdaddeln. Jawohl. So.
Kamera, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Einbruch hier jetzt so viel hinbekommen, dass wir hier auch genügend Experience sammeln können. So, 30 EP würde ich auf jeden Fall nehmen. Oh. Was ist das denn hier? Nochmal 30 EP. Ich nehme jetzt wirklich nur das, was viel Erfahrungspunkte bringt. So, hier ist auf jeden Fall noch... Ach, das ist der Schlüssel. Sehr gut. Weil da müssen wir nicht unbedingt wieder durch die Terrasse raus. Warte mal. Unten ist noch was, ne? Unten ist noch irgendwas Wertvolles. Wo ist der Wachmann? Ich sehe ihn nicht. Nicht, dass der uns jetzt durchs Fenster sieht. Achso, das ist in der Garage, ne? Warte mal. Wo ist denn der Garageneingang? Ich glaub, hier wird es sich richtig lohnen, mehrmals einzugehen. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. So, hier ist doch nicht irgendwie noch Alarm, oder? Wir könnten natürlich eigentlich, ich weiß gar nicht, könnten wir... Oh! Jawohl, wieder ein rosa Punkt. Wollen wir hier das Auto klauen? Es wäre noch eine Maßnahme, ne? Ich gucke aber noch mal kurz vor hier um. Wie spät ist das jetzt? Okay, wir haben nur noch eine knappe Stunde. So, verdammt. Ich bräuchte unbedingt noch irgendwas, was gut viel Erfahrung bringt. 20 EP, ja, aber es reicht nicht. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh, ein Skateboard. Rucksack ist voll. Wollen wir das mal probieren? Ich würde es mal jetzt tatsächlich probieren. Bumm. Schnauze! Was macht der für ein Lärm? Okay, der Wachmann hat nichts bekommen. So, hat der keine Alarmanlage? Der hat echt keine Alarmanlage? Fahrzeugsignal? Okay, dafür brauchen wir anscheinend Autoknacker 3. So wie es aussieht. So, komme ich denn hier überhaupt irgendwo? Komme ich wahrscheinlich nur raus, ne? Okay, Terrasse. Es ist 3.40 Uhr. Ich muss jetzt leider entschwinden, bevor wir hier erwischt werden. Ja, ich glaube, wir müssen leider nochmal kommen. Es nützt nichts. Ich habe hier nicht genug eingesammelt, dass ich hier jetzt sagen könnte, es reicht für ein Level Up. Glaube ich zumindest. Wir können ja gleich nochmal gucken, aber so wie es aussieht, hat es nicht gereicht. So, einmal nach Hause. Ach ja, aber es ist eine nette Bude, muss man sagen. Es ist echt eine nette Bude. Habe ich eigentlich noch hier irgendwas drauf? Nein. Gut. So, dann gucken wir mal. Beziehungsweise, warte mal. Ich würde mal eben kurz vorher das hier reinmachen. Beute. Bumm und bumm. Und dann alles verkaufen. Ah, es reicht natürlich nicht. Es sei denn, wir haben noch hier irgendwas bei Black Bay, was Neues, was wir verkaufen können. Nein. Haben wir denn noch irgendwie einen Auftrag für 114? Hier. Kickt die Wache um. Ja, natürlich. Nichts leichter als das. Mach ein Foto des Raumes. Das können wir nochmal... Ach, das habe ich schon angenommen. Ach, das hatte ich sowieso schon angenommen. Gut. Warte mal, wie viel Experience gibt das? 150. Und wie viel brauchen wir denn jetzt überhaupt noch? Okay, wir brauchen echt nicht mehr viel. Wir brauchen noch etwas mehr als 150. So, guck mal, hier habe ich schon alles freigeschaltet, ne? Was soll ich denn jetzt mit dem Sonderpunkt? Kann ich diesen Sonderpunkt nicht einfach umwandeln in einen blauen Punkt? Nein, natürlich nicht. So,
Ja, komm, das kriegen wir mal ganz schnelle hin. Wir fahren jetzt nochmal zu 114. Wir brauchen nur noch irgendwie ein, zwei kleine Sachen stehlen und plus das Foto machen und schon haben wir genug Experience. So. Ich müsste jetzt einmal wieder schlafen. Oh, warte mal. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht nach 114. Je nachdem, was hier jetzt in dem Wagen ist. So. Oh. Guten Abend. So. Das haben wieder ein Brieflein. Ich konnte niemanden entführen, also stahl ich einen Fernseher und ein Radio. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde bald frisches Fleisch liefern. Ein bisschen verstörend. So, oh, 70 EP. 70 EP. Aber es reicht immer noch nicht. Okay. So, ich müsste aber jetzt wirklich nur noch einmal kurz bis, was war das jetzt? 23 Uhr, ne? So, dann machen wir mal bis 23 Uhr. Ah, wir haben echt, wie viel fehlt uns noch? 50 EP? 60 EP? Wirklich nicht mehr allzu viel. So, ich gehe jetzt mal eben das Stückchen zu Fuß. Komm. Das kleine Stückchen schaffen wir auch so. So, sie müsste jetzt abhauen. Ist das... Nee, ich wollte gerade sagen, ist das Ding noch aus? Nein, ist es nicht. So, also hoch. Einmal wieder die Kamera. Boing. Dann wieder... nee. Hier. Muss ich den nochmal neu hacken? Warum? Einmal gehackt ist gehackt. So, und... So. Alright. So, er müsste jetzt im Hintergarten sein. Und er ging dann in den Vordergarten durchs Haus, ne? Das heißt, wir können uns jetzt bequem hier rumschleichen. Wobei, nee, wir haben ja jetzt den Schlüssel, ne? Ja, aber die Laser sind wieder an. Das heißt, wir müssen einmal wieder durch oben. Weil sonst wird's schwierig für uns. So, wo muss ich denn das Foto überhaupt machen? Da. So. Wann haut er ab? So, 114. Ich muss nochmal eben gucken. Um 0 Uhr. Okay, das heißt jetzt. Tschüss. Alles klar, alles klar, alles... Achso, ich muss ja durch die... Über die Leiter. Ah, ich glaube, da liegt auch noch was Interessantes, aber... Leider versperrt durch die Kamera. So, hüpf mal hier rüber. Ich habe da einen Schlüssel, warum muss ich jetzt... Na gut. So, was ist denn hier noch Schönes drin? Ja. Och ja, ich traue dem immer noch nicht, ne? Ich habe immer noch Angst, dass ich hier gleich durch den Laser erwischt werde, aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Boing. 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 Alright. So, dann gucke ich doch nochmal. Ne, hier kannte ich glaube ich schon, ne? So, Foto ist hier irgendwo. Ja, das ist auch ein super interessanter Raum. Da muss man ja auch auf jeden Fall ein Foto machen. So, Stufe aufgestiegen, jawohl. Aber, wir wollen ja hier nochmal ein bisschen gerade gucken. Oh, guck mal hier. Boing. Ach, jetzt habe ich meine Mitte... Shit, oh. Habe ich meine Mitarbeiterin nicht geholt, ne? Aber egal. Headset, jawohl. Was war denn da jetzt noch?
Warte mal. Ich glaube, ich muss leider doch noch mal kurz meine Mitarbeiterin holen. Das lohnt sich ja dann doch noch. So, wofür ist das? Sicher, ach so, noch ein Panel-Laser. So, das haben wir schon. Das ist nichts. Ach so, hä? Ach so, wir haben nicht alle Laser ausgemacht. Warte mal. Na gut, dann mache ich halt hier den auch noch. Bob und Bob. So, jetzt ist er aus. Okay. Ach, Mäuschen. Komm mal, warte mal. Wo waren das jetzt eben? Wo waren jetzt das schwere Teil? Ich glaube bei ihm, ne? Ja, hier. Komm mal her. So, und dann einmal da. Aber gleich zurückkommen, ne? Ich brauche die nochmal. Das ist nämlich noch ein schöner Fernseher. So. Doing. Also tatsächlich hätte ich es mir jetzt doch ein bisschen schwieriger vorgestellt hier. Letztendlich. Jetzt weiß ich nicht. Guck, kann er mich durch die Jalousie sehen? Mädchen, komm zurück! Warte mal, wann geht er wieder in den Hinterhof? Um 3. Ah, komm, mach hin, Mädchen! Ich hab doch nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, ich glaub, nee, das schaffen wir nicht, ne? Warte mal. Ich würde mal sagen, ich schnapp ihn mir. Okay. So. So, wo ist sie denn jetzt? Scheiße, er kommt, ne? Komme ich jetzt überhaupt raus? Nee, ne? Ich komme jetzt nicht raus. Mädchen, wo bist du denn? Okay, ich glaube, ich lasse den Fernseher da. Achso, hier ist ja die Tür offen. Na gut, so, jetzt haben wir es. Es hat aber schon wieder lange gedauert. Das heißt, diese Folge werden wir den Raubüberfall auf die Bank leider nicht mehr schaffen, aber... Oh, jetzt kommt sie angedackelt, ne? Ja, nee, jetzt kannst du auch zu Hause bleiben. So, war hier noch irgendwas? Nee. Gut, aber wir haben fette Beute gemacht, also es hat sich definitiv gelohnt. Zumal wir jetzt wieder was... Ja, du mich auch, hello. Nächstes Mal kommst du mal ein bisschen früher. Ups. So, wir haben wieder ein bisschen was für Black Bay. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal zusätzliche Experience. So, komm mal her. Wieso ist jetzt der Fernseher auf der... Hä? Verstehe ich nicht. Wieso ist der Fernseher auf der Ladefläche? Okay, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. So, einmal vorher wieder hier. Okay, nur eine Kaffeemaschine. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr gehabt. Aber kohletechnisch auf jeden Fall lohnt sich's. Bom, bom, bom. Allein schon der Fernseher 1200. Und irgendwas war da noch mit 1350. Holy moly, was haben wir denn jetzt? Wir haben schon 40.000. Eigentlich könnten wir doch... Wir könnten jetzt unsere Schulden bezahlen. Aber Spiel lässt uns unsere Schulden nicht bezahlen. Ja. Na gut. Ach so, genau. Was müssten wir jetzt machen? Spezialisierung, Stufe 3. Und eine Beruhigungspistole brauchen wir auch noch. Gut, also wir machen einmal Spezialisierung, war das hier, ne? Einmal lernen und eine Beruhigungspistole. Gottchen, langsam müssten wir doch mal alles gekauft haben, habe ich gedacht. Beruhigungspistole, Beruhigungspfeil. Du willst mich doch verarschen, 30.000? Okay, wir können unsere Schulden doch nicht bezahlen. 30.000, aber das ist natürlich nice mit Beruhigungspfeilen. Gibt es hier eine Info zu? Nee, leider nicht. So, und dann kaufen wir mal
2, 3, 4. Achso, mehr als 4 kann ich gar nicht kaufen. Okay. Kann ich die dann aber später nochmal zusätzlich? Oder ich weiß nicht. So, wir haben jetzt eine. Guck mal hier. Bam, 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 bam. Hände hoch. Überfall. Okay, nice. Die werden wir beim nächsten Mal im Einsatz sehen. Und ich glaube, wir müssen auch mal hier zum Beispiel lautes Walkie-Talkie. Haben wir auch noch nicht wirklich eingesetzt, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja die Gelegenheit dazu. Na, was hast du? Da nickt er. So, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns in der Bank und ja, mal gucken, wie das so wird. Ich sag, einen schönen Tag für euch. Macht's gut. Tschüss.